Du hast ein Problem mit Alkohol, obwohl du überhaupt nicht ins Raster von Alkoholikern passt? Du überstehst nüchterne Phasen ohne körperliche Entzugserscheinungen wie Zittern, Schweißausbrüche, Krämpfe? Du stehst ratlos vor dir selbst, warum du Alkohol nicht in den Griff bekommst, obwohl du willensstark, diszipliniert und ein Kämpfertyp bist? Du hast schon versucht, mehrfach vielleicht, deinen Alkoholkonsum zu reduzieren oder ganz aufzuhören, aber ohne langfristigen Erfolg? Dann hast du kein Alkoholproblem, sondern du hast ein Alkoholsymptom. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, Alkohol ist nicht das eigentliche Problem. Alkohol ist das Symptom, dass ein Problem vorliegt. Alkoholmissbrauch oder Alkoholabhängigkeit weisen darauf hin, dass etwas in dir geheilt und verändert werden möchte. Was ist das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem lässt sich schwer in Worte fassen, doch du kannst es fühlen. Es ist ein innerer Schmerz oder ein tiefes Unglücklichsein, das immer wieder hochkommt und sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht. Heilt und löst man diesen Schmerz und dieses innere Unwohlsein, dann lässt der Drang nach Alkohol von allein nach. Wie du dieses penetrante Unwohlsein mit seinen vielen Gesichtern loswirst. Wie du wieder Freude daran hast, nüchtern zu sein, egal was gerade in deinem Leben vor sich geht. Und wie du alte Wunden, die noch heute Schmerzen, heilst. Wie du Angst in Zuversicht verwandelst. Genau das möchte ich dir in meinen Artikeln, Kursen und sonntäglichen Inspirationsmails zeigen. Mein Name ist Chris Wiegand und ich unterstütze Berufstätige mit strukturiertem Leben dabei, vom Alkohol wegzukommen. Ich möchte dir offenlegen, wie ich mir selbst geholfen habe und was auch du tun kannst, damit sich deine Nüchternheit wieder gut anfühlt, so wie es gedacht ist. Kurz, ich möchte dir zeigen, wie du dich selbst emotional regulieren kannst, damit Alkohol diesen Job nie mehr für dich zu machen braucht. Wenn du nicht mehr auf die Hilfe von Alkohol angewiesen bist, um dich besser zu fühlen, dann ist es viel leichter, Alkohol loszulassen. Deshalb beginnt mein Selbsthilfekonzept mit Selbstveränderung und Heilung deiner inneren Welt und nicht mit Verzicht auf Alkohol. Vielleicht fragst du dich, warum ich mich mit Selbsthilfe bei Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit auskenne. Die Kurzfassung lautet: eigene Erfahrung, eigene Recherche und eigenes Selbsthilfekonzept. Die etwas längere Antwort: warum ich mich mit Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit auskenne, lautet: ich habe selbst eine toxische Beziehung mit Alkohol hinter mir. Dazu blicke ich auf einige Alkoholiker im Stammbaum zurück. Und ich habe eine suchtanfällige Persönlichkeit, die mich viele Jahre beschäftigt und vor Rätsel gestellt hat. Mein Opa und mein Onkel sind beide am Alkohol gestorben. Mich selbst hat ein Schreckenserlebnis über Nacht aus dem Alkohol katapultiert. Es hat mich vom Alkohol befreit, aber nicht von meiner Sucht. Fressanfälle, Süßes, Salziges und Fettiges wurden mein Alkoholersatz. Das ging so lange, bis ich anfing zu verstehen, dass etwas in mir verändert und geheilt werden will. Und dass alle Kontrollversuche völlig sinnlos sind, solange ich meine seelische Welt nicht in Ordnung gebracht habe. Mein eigenes Suchtverhalten entsprang dem unbewussten Versuch, diesem inneren Schmerz und tiefen Unglücklichsein zu entfliehen. Seitdem habe ich mich viele Jahre mit Sucht und Selbstheilung beschäftigt. Bei meinen Recherchen bin ich oft ziemlich wütend geworden. Warum? Weil in der Öffentlichkeit über wichtige Themen, wie zum Beispiel der Einfluss deiner Kindheit auf deine Persönlichkeit, überhaupt nicht geredet wird.
weil dich niemand darauf hinweist, wie essentiell es ist, innerlich im Gleichgewicht zu bleiben. Weil dir niemand zeigt, wie du Schreckenserlebnisse, die dich mitunter jahrelang verfolgen, richtig verarbeitest. Oder wie du selbst Angst und Sorgen in Zuversicht verwandeln kannst. Das, was mir selbst geholfen hat, meine eigene suchtanfällige Persönlichkeit weniger suchtanfällig zu machen, teile ich heute mit dir und anderen Betroffenen, die einen alternativen Weg aus dem Alkohol suchen. Obwohl ich nie Selbsthilfecoach werden wollte und ohne meine eigene Erfahrung mit Suchtanfälligkeit wäre ich es wohl auch nicht, ist es heute mein absoluter Traumberuf, andere Betroffene dabei zu unterstützen, ihren Weg aus dem Alkohol zu finden. Und zwar ohne übermenschliche Willenskraft und ohne das Gefühl, für den Rest ihres Lebens auf etwas verzichten zu müssen. Heute blicke ich auf über 25 alkoholfreie Jahre zurück. Seit 2015 arbeite ich als Selbsthilfecoach und habe seitdem über 1000 Betroffenen geholfen, den Einstieg in ein suchtfreies Leben zu finden. Wenn dich die Vorstellung anspricht, auf dem Selbsthilfeweg von Alkohol unabhängig zu werden, dann stupper doch einfach mal rein und schau, ob dir mein Selbsthilfekonzept gefällt. Melde dich dazu zu meinem kostenlosen 7-Tage-Crashkurs an. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Sei guter Dinge, vom Alkohol loskommen klappt auch bei dir. Glaub niemandem, der etwas anderes behauptet, und schon gar nicht dem notorischen Zweifler in deinem Kopf.